Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten sogenannten Content-Video, in dem ich heute das Thema Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens aufgreifen möchte, hinterfragen möchte, ob es diese Nichtförmlichkeit in der Verwaltungspraxis tatsächlich gibt und wie Sie als Fachkräfte dort mit Schwierigkeiten umgehen können. Ganz zu Beginn möchte ich eine Lanze für das Recht brechen, so komplex und schwierig uns das oft erscheint. Es ist hilfreich, immer wieder tatsächlich das Gesetz zu Rate zu ziehen, nachzulesen. Das setzt natürlich voraus, dass man eine grobe Orientierung hat, welche Gesetzbücher denn überhaupt für uns oder für Ihren Themenbereich, mit dem Sie arbeiten, relevant sind. In diesem Kanal werde ich in meinen Videos ganz vorrangig das Jugendhilferecht besprechen, das Sozialhilferecht ein Stück weit auch, alles was rund um das Eingliederungshilferecht spielt. Und je nachdem, welche Fragen Sie stellen, wird sich das vielleicht auch noch in die eine oder andere Richtung entwickeln. Aber vorrangig arbeite ich mit Jugend- und Sozialämtern, sodass das eben die Kernbereiche sind. Der Gesetzgeber hat das Sozialrecht in verschiedene Gesetzbücher gepackt. Das sind die Sozialgesetzbücher 1 bis 12, die eine sehr unterschiedliche Entstehungsgeschichte haben, ein sehr unterschiedliches Alter haben, auch inhaltlich sehr unterschiedlich sind. Und wir werden uns hier zum Thema Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens mit dem SGB 10 beschäftigen. Das SGB 10 ist das Sozialgesetzbuch, in dem das Sozialverwaltungsverfahren geregelt ist. Das heißt, ganz viele Dinge, die Ihnen in der Praxis begegnen, finden Sie dort und unter anderem auch den Paragraphen 9 SGB 10. Ich werde an dieser Stelle immer mal einwerfen, wo man die Sachen findet, über die ich hier spreche im Gesetz. Ich werde nicht jeden einzelnen Satz besprechen, jeden einzelnen Absatz besprechen. Das ist nicht Sinn der Sache, denn diese Videoserie soll auch nicht die individuelle Rechtsberatung oder auch das Rechtsamt, was Sie hoffentlich an Ihrer Seite haben, ersetzen. Das kann es auch nicht. Dieser Paragraph 9 SGB 10 hat tatsächlich eine spiegelbildliche Entsprechung im klassischen Verwaltungsverfahrensrecht im Paragraphen 10 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes. Ganz ähnliche Regelungen gibt es auch in den Verwaltungsverfahrensgesetzen der Länder. Die sind sozusagen die entsprechend spiegelbildlichen Gesetzbücher, wenn Sie in einer Behörde arbeiten, die sich nicht mit dem Sozialrecht beschäftigt. Dann müssen Sie dort nachschauen. Wir gucken uns hier den Paragraphen 9 SGB 10 an und stellen fest, Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens ist dort drin festgeschrieben. Das Verwaltungsverfahren hat nur dann formale Vorgaben zu beachten, wenn diese eben gesetzlich irgendwo explizit geregelt sind. Außerdem soll das Verwaltungsverfahren, egal ob im Sozialrecht oder woanders, zweckmäßig gestaltet werden, einfach und zügig. Das gelingt den Behörden unterschiedlich. Es ist auf jeden Fall die Zielbestimmung. Wenn Sie jetzt aber als Fachkraft, beispielsweise als Sozialpädagoge, in einem Jugendamt angekommen sind und Sie hören, es gibt die Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens, dann verleitet das zu der Annahme, dass Sie eben frei sind in Ihrem Handeln und dass das ganze Verfahren untechnisch, fachlich fokussiert stattfindet. Das stimmt nicht ganz. Natürlich ist es wichtig und richtig, dass Sie als Fachkräfte mit einem entsprechenden Auftrag auch diesen fachlichen Fokus beibehalten. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass das Verwaltungsverfahrensrecht doch sehr technisch ist. Technisch im verwaltungsrechtlichen Sinne. Was heißt das? Das heißt, Sie sind verpflichtet, Ihr Handeln am Gesetz auszurichten. Sie dürfen keine Leistungen gewähren, wenn es keinen Anspruch gibt. Und Sie dürfen auch keine Leistungen ablehnen, wenn es einen Anspruch gibt. Das heißt, Sie sind mit Ihrem Handeln an das Gesetz gebunden. Das sind Grundsätze, die Sie in unserer Verfassung finden, im Grundgesetz, das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Und die gilt grundsätzlich über allem. Diese Grundsätze finden Sie natürlich auch im Sozialrecht und auch in den anderen Fachrechten. Aber es ist etwas, was zum Teil nicht so wirklich im Fokus ist, wenn Menschen eben gerade aus anderen Fachgebieten in der Verwaltung
zu arbeiten beginnen. Das ist das eine. Daran anknüpft eben auch verschiedenes technisch-förmliches, nämlich, dass sie verpflichtet sind, eine Akte zu führen. Die muss in der heutigen Zeit nicht mehr papiergebunden sein. Digitale Aktenführung nimmt ja weiter zu. Das Online-Zugangsgesetz schreibt entsprechendes vor. Ich weiß, dass der Fortschritt da sehr unterschiedlich ist. Es ist also keine Frage des Mediums, sondern es ist eine Frage der Dokumentation. Diese Dokumentation muss so umfänglich sein, dass nachvollziehbar ist, warum Sie zu welchen Entscheidungen gekommen sind in Ihrem konkreten Fall. Das heißt, der Bürger hat das Recht, Entscheidungen der Verwaltung überprüfen zu lassen. Und auch das ist ein Grundsatz, der aus der Verfassung kommt, nämlich dem Recht, der Rechtsschutzgarantie aus dem Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz. Das heißt, auch da gibt es schon Vorgaben, die zwingend zu beachten sind. Sie können nicht einfach einen Fall führen und das Ganze nur mündlich abwickeln. Das heißt, auch wenn Sie zwischendurch, ich kenne das aus der Jugendhilfe, die kollegiale Beratung, immer wieder natürlich auch mündlich arbeiten innerhalb der Fachkräfteschaft, aber auch mit Ihren Klienten natürlich im klassischen Hilfeplangespräch oder Ähnlichem, dann gibt es trotzdem eine Dokumentationspflicht. Und diese Dokumentationspflicht, die ist auch für Sie ganz wesentlich, weil Sie nur darüber nachweisen können, dass Sie den Vorgaben des Gesetzes entsprochen haben. Das heißt, dass Sie nur dann Leistungen gewährt haben, wenn ein Anspruch da war und dass Sie eben auch Leistungen gewährt haben bzw. abgelehnt haben, wie es das Gesetz vorgibt. Das heißt, an der Stelle ist sozusagen schon für Sie als Fachkraft die Nichtförmlichkeit nicht so wirklich gegeben, sondern Sie sind daran gebunden zu dokumentieren. Das kann wichtig sein, wenn es eine Prüfung gibt vom Rechnungshof, vom internen Revisionsamt oder ähnlichen Einrichtungen. Das ist natürlich wichtig, um zu dokumentieren, dass die Steuergelder, die Sie verwenden, entsprechend den Vorgaben ausgegeben wurden. Es ist eben ganz, für ganz viele verschiedene Dinge ganz wesentlich. Auch wenn es um das Thema Kindeswohl geht, ist es ganz wesentlich, dass dokumentiert ist, wie der Verfahrensgang war, wie die Informationslage war. Aktenführung, also zum einen zum Schutz des Bürgers, damit Verwaltungsentscheidungen überprüft werden können, aber auch zum Schutz des Mitarbeiters, damit nachvollziehbar ist, dass er seinen gesetzlichen Auftrag und die entsprechenden Vorgaben erfüllt hat. Nichtförmlichkeit, was heißt das also dann? Das heißt in der Jugendhilfe zum Beispiel, dass Anträge nicht an eine bestimmte Form gebunden sind. Das ändert sich mit dem Bundesteilhabegesetz für die Eingliederungshilfe nach dem neuen SGB 9. Das heißt, dort gibt es dann eine spezielle Vorschrift, die sagt, es muss einen Antrag geben, aber auch nicht, dass ein solcher Antrag in irgendeiner Form gestellt werden muss. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, wie treffen Sie Ihre Entscheidungen in der Verwaltung? Und auch da gibt das Gesetz Ihnen Vorgaben vor, nämlich den Bescheid, den Sie erstellen. Und auch da sind Dinge zu beachten, ganz wesentliche Dinge zu beachten. Aber es gibt auch weitere Handlungsformen. Es gibt Varianten des öffentlich-rechtlichen Vertrages, den Sie abschließen können, zum Teil sogar müssen. Ein neues Beispiel in der Eingliederungshilfe hierfür ist das persönliche Budget. Diese Themen, den Bescheid und auch das persönliche Budget, werde ich jedoch in gesonderten Videos besprechen und auch einen weiteren wesentlichen Punkt der Förmlichkeit des Verwaltungsverfahrens, nämlich den Widerspruch und die entsprechende Bescheidungspflicht auch für den Widerspruch. Auch das wird in einem gesonderten Video erfolgen. Ich hoffe, dass das ein erster Schritt war, um sich in dem Thema Verwaltungsverfahrensrecht einzufinden. Und ich freue mich auf all Ihre Fragen. Herzliche Grüße, Ihre Stefanie Ulrich.